heute haben wir schon wieder ein Kombi. Und zwar in diesem Fall haben wir ein Skoda Octavia 2.0 Liter Diesel. In dem Fall Skoda Octavia RS. 170 PS, 350 Newtonmeter. Und das war dem Kunde nicht genug. Deswegen ist das Fahrzeug bei uns. Das Potenzial bei den Motoren, wisst ihr selber, ist relativ groß. Das heißt, wir haben hier einen Leistungszuwachs im Schnitt von 40 bis 50 PS und knapp 80 Newtonmeter Drehmoment. Die Fahrbarkeit ist nachher deutlich besser, deutlich elastischer. Untenrum viel mehr Druck. Es macht viel mehr Spaß. Ich finde auch vom Schalten her harmonischer. Software ist schon drauf. Wir sind schon ein paar Runden gefahren. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir euch mit rein und dann fahren wir eine kleine Runde. Bis gleich. Ja, jetzt sind wir unterwegs im Skoda Octavia RS. Kleine Runde fahren, bisschen testen, schauen, ob irgendwas in Notlauf geht, ob irgendwelche Parameter noch nicht so passen. Sind jetzt schon 25 Kilometer gefahren. Bis jetzt alles in Ordnung und ich kann euch sagen, es macht auf jeden Fall riesig Spaß. Der Unterschied von vorher zu nachher, allgemein auch bei den Diesel, bei den Turbobenzinmotoren, das ist einfach, ja, Unterschied wie Tag und Nacht. Es fährt sich wie ein neues Auto. Es ist einfach viel harmonischer, viel elastischer. Untenrum ist schon viel mehr Druck da. Zweiter Gang. Hier geht es jetzt gerade relativ steil den Berg hoch. Einfach zweiter Gang. Bisschen Gas, dritter Gang. Man kann einfach den Gang auch viel länger oder sage ich mal viel früher hochschalten, weil einfach viel früher mehr Drehmoment da ist. Wir fahren jetzt hier gerade im fünften Gang, das macht überhaupt gar kein Problem. Wenn wir jetzt noch Serie wären, dann wäre es einfach so, dass wir im Drehzahlkeller wären und dass einfach kein Druck kommen würde. Wenn ich jetzt Gas gebe, ja, es ist einfach sofort Druck da, obwohl wir einen relativ hohen Gang fahren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was der Kunde dazu sagt. Kunde, sein Wunsch waren so ca. 40 PS und 70 Newtonmeter. Das ist auch das, was auf jeden Fall bei dem Fahrzeug machbar ist. Zumindest bei den meisten Dieselmotoren kann man das, sage ich mal ganz vorsichtig, fast schon pauschalieren. Aber es gibt natürlich auch die Ausreißer nach oben, wo noch mehr Leistung möglich ist oder halt eben auch, wo weniger Leistung möglich ist. Da überlege ich, ob wir da vielleicht auch mal ein Video machen. Ich bin jetzt erst gefragt worden über das Thema Bremsen, was ich von EBC halte. Da würde ich einfach mal sagen, vielleicht können wir gerade mal auf das Thema eingehen, irgendwann mal in einem Video. Was für Autos, was ist an Leistung möglich, wie viel ist möglich, wovon ist es abhängig, gerade an das Thema Bremsanlage, das Thema Auspuffanlage. Vielleicht können wir da in den nächsten Wochen auch mal zwei, drei Videos dazu machen, weil es scheint ja einige von euch zu interessieren. Müssen wir einfach nur gucken, wie wir es zeitlich einrichten können. Und dann wird man schauen. Ich denke mal, das ist ein ganz interessantes Thema, weil auch viele von euch natürlich immer fragen, was soll ich denn für ein Auto kaufen? Welche Autos haben Potenzial? Ich meine, ich habe dazu schon ein paar Sachen gesagt, aber da hätten wir Material für ein eigenes Video oder für eine eigene kleine Sequenz. Wollen wir mal gucken, ob wir uns da vielleicht mal was einfallen lassen können. Ja. Wir fahren jetzt noch ein bisschen mit dem Skoda und dann gehe ich davon aus, dass der Kunde in der nächsten halben Stunde sein Fahrzeug abholt. Und ja, ihr seht da dann das Video in den nächsten Tagen von diesem Fahrzeug. Vielleicht kann ich euch noch ein Fazit einblenden, was der Kunde dazu sagt, noch ein kleines Feedback. Und dann machen wir jetzt gar nicht mehr lange rum. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns wie gewohnt in meinem nächsten Video. Ciao.